Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Direwolf 20 im 1.7er Modpack. Und ich habe mal was vorbereitet schon. Und zwar brauchten wir, jetzt bin ich gerade im Link für das Programm, Torches, Fuel, Cobble habe ich und Chests, alles klar. Dann wollen wir mal nach unten gehen. Und zwar habe ich das Programm wieder gefunden, weil ich bei Vizebeast Monster schon benutzt habe. Das wollen wir hier natürlich auch weiter benutzen. Und ja, das werden wir jetzt mal machen. So, und zwar würde ich ja sagen, der geht ja immer nach, was war das, nach rechts, ne? Ne, umgekehrt war das. So, dann würde ich sagen, ich fange hier an. Und zwar kriegt er erstmal Label Set Mining. So, dann kriegt er das Programm. Da ist es. Failed? Was? Warum failed? Das war uncool. Warum fail? Das ist ja aber scheiße. Dann machen wir anders. Dann kriegt er doch nur. Dann machen wir doch Tunnel. Machen wir 20. Und fertig. Machen wir doch Tunnel. Ich weiß nicht, warum das Programm nicht funktioniert. Aber funktionieren tut es auf jeden Fall. Lassen wir mal arbeiten. Noch dann halt nicht. Was ist das denn? Achso, das ist so ein Stein. Gut, dann wollen wir mal das Eisen weiter grinden. Dann müssen wir doch mit Tunneln arbeiten. Dann muss ich mal nachgucken, warum das Programm nicht funktioniert. Nach draußen ist wieder Party. So, wir machen jetzt mal das Eisen fertig. Hat auch noch ein bisschen. Haben wir jetzt die 8 Kisten natürlich umsonst. Toll. Was soll's? Was soll's? So. Grinde mal das Eisen durch, weil Eisen ist jetzt wichtig. Denn natürlich will ich bald ein Solarpanel haben. Für den Macerator. Obwohl ich ja sagen muss. Obwohl doch, wir nehmen den Macerator. Man kriegt zwar aus dem Pulverizer noch einen extra Staub. Mit zwischendurch mal. Aber ich möchte mal mit Industrial Craft einfach anfangen. Weil Industrial Craft ja sowieso später dann auch wieder, wie bei Vizibis Monster gesehen, mit dem ME-System harmoniert. Obwohl natürlich Pulverizer und so auch geht. Aber Dinge, die sind halt schneller, Macerator. Oder kann man schneller einstellen. Po, gibt es eigentlich schon wieder den. Gibt es eigentlich schon den neueren wieder? Ich habe da den Mod nicht drin, ne? Natürlich nicht. Nee, das ist immer noch der. Leider nur der eine. Den stärkeren gibt's nicht. Kompressor wahrscheinlich dann auch nicht. Ne, auch nur der normale. Also auch wieder mit. Gibt es neue Dynamos? Ich glaube nicht, ne? Ne, gibt es auch nicht. Steam, Magnetic, immer. Ne, Magmatic. Compression, Reactant und Innervation. Gibt keine neuen. Aber ich möchte nicht wieder mit Steam Dynamos arbeiten. Ich möchte jetzt mal mit Solarpanels und Macerator arbeiten. So, dann wollen wir das schon mal durchschmelzen hier. Dann haben wir ein bisschen Eisen drin. Haben wir jetzt dann mal. So, dann packen wir mal. Ja, ich habe ja Kisten gemacht. Guck mal. Packen wir die da hin, packen wir da die Barren rein. So, Kupfer brauche ich auf jeden Fall noch. Davon habe ich nur 5. Gut. Können wir trotzdem schon mal durchschmelzen. Schmeißen wir da Kupfer schon mal rein. Kupfer brauche ich auf jeden Fall noch. In der Zeit gucken wir mal unten, wie weit die Turtle ist. Weil ich habe ja nur 20 eingestellt. Das ist jetzt nicht wirklich weit. Normalerweise mache ich immer 50. Ah, die Decke muss noch einen höher. Damit ich hier runterrennen kann. Verdammt. Verdammt! So ein Ärger!
Gucken wir doch mal, wo sie ist. Ja, Wasser hat sie gefunden, toll. Und Schleim ist hier irgendwo. Das ist eine Höhle. Mit Wasser. Kann man da hoch? Zeig mal. Oh, aua, aua. Kann man, ja. Lava. Lapis. Lapis. Machen wir zu, das Ding da. Kohle, ein bisschen Obsidian ist hier auch. Da hinten sind Saphire oder sowas. Kämpf! So. Da ist noch Redstone, da ist Gold. Hab ich denn jetzt? Ach, hier. Gold. Gold, okay. Obsidian, da ist noch mit deinem Diamant, oder? Oh, die Lava mal zu hier, ein bisschen. Nicht reinfallen. Sind da Diamanten? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Mal Platz. Da ist noch Gold. Ist das Diamanten? Ja, Silber ist das. Schade. Aber das Gold nehmen wir mal mit. Brauchen wir ja auch. Zwischendurch mal. Wie wir wissen, brauchen wir das. Lapis. Silber nehmen wir mit. Gold nehmen wir natürlich auch mit. So. Haben wir das auch geplündert. Redstone. Ach, das ist nochmal Gold. Ja, gut. Ein Gold dann weniger. Redstone nehmen wir natürlich auch mit. Kohle nehmen wir auch mit, die hier liegt. Wenn sie offensichtlich rumliegt. Da ist noch mehr Gold. Dann nehmen wir alles mit hier erstmal. Oh, das ist gefährlich, wenn da in der Nähe ist. Das ist nicht hier runter zu buddeln. So, ein bisschen Redstöne. Brauchen wir ja auch noch mehr als genug. Da ist noch mehr Gold. Ach, ist das schön hier. Ja, das, ach, das ist Yellowreed. Na gut, nehmen wir auch mit. Und Kupfer. Kupfer ganz so weit unten. Krass. Okay. So, Kohle. Dense Ohr sogar. Und, oh! Dense Diamond Ohr. Boah, drei Stück. Krass. Noch mehr Diamonds. Ja, Diamonds. Und die Query kommt immer näher. Ich fasse es nicht, ey. So viel Glück kann man noch einmal haben. Krass. Zweite Folge, vierte Folge. Und direkt nochmal 5 Diamanten. Ist das cool. Und Gold. Und Gold. Und alles. Mein Gott, das gibt es doch gar nicht. Und guckt euch das an. Dense Ohr. Boah, drei Stück waren da drin. Gold. Gib mir Gold. Krass, krass. 28 Goldohr. Haben mehr. Ich wollte eigentlich nur die Kohle abbauen. Ha? Haben wir da immer 5 Diamanten gefunden? Ja, und das mal wieder irgendwas explodiert. Ich habe keine Ahnung, was. Möchte ich auch gar nicht wissen. Cinnabar braucht eigentlich keiner. Egal. Kohle möchte ich haben. Für die Turtle natürlich. Ich bin auch blöd. Ich brauche gar kein Solarpanel. Ich kann das doch erstmal mit dem Generator machen, ganz normal. Stimmt. Ja, wo ist ein Skelett hier unten? Ah, nein. Verdammt. Das wäre sehr unpässlich, wenn das... Wenn das Skelett jetzt hier runter mich runterschießt hier, das wäre der. Nein. So. Raus hier. Weil hier oben ist nämlich eine Höhle drüber. Höhle. Da oben ist eine Höhle drüber. Egal, das soll das erstmal gewesen sein.
Sagen wir mal den ganzen Kladderadatsch auf hier. Dann nehmen wir das Gold natürlich noch mit. So, und jetzt gleich machen wir die mal auf 50. Ah, jetzt dann auch noch. Schön. Was ist das denn? Ist das auch, gibt das All Stands? Tatsächlich. Krass. So, alles einsammeln. So, guckt euch da mal an, schon wieder über einen Stack Redstone. So, lassen wir hoch hier. So, die Höhle verschließen wir jetzt erstmal. Ach, die wollte ich gar nicht mitnehmen, scheiße. So, die verschließen wir. So. Jetzt gucken wir, was hier so rumfliegt. Hier liegt noch, Kohle rum zum Beispiel. Nehmen wir natürlich noch mit, vor allem der Dens hier. Denten, boah, das ist richtig cool, dieses Dens-Ohr. Und da hat sich meine Spitzsache verabschiedet, schade. Aber wir werden die direkt mal weiter nochmal losschicken, natürlich. Und zwar hier. Ich habe einen Enderman gehört. Die ist auf Dingens, alles klar, da machen wir Tunnel 50. Mach mal. Ja, ja, komm, Enderman als Maul. So, da haben wir doch schon einiges da rausgeholt. Das ist doch geil. 5 Diamanten schon wieder gefunden. Ach, freut mich das. Jetzt haben wir schon 7. 7 Diamanten haben wir schon. Mein Gott. Gibt es doch gar nicht. Ein paar Erze wieder. Packen wir mal hier rein. Yellowreed und so weiter. Das packen wir auch mal hier oben rein, das Zeug. So. Genau, Generator wollte ich gucken. Generator. Was braucht man dafür überhaupt? Sterling, nein, nein, nein. Kinetic Steam Generator, was ist das denn? Solid Heat Generator? Das sind aber neue Sachen, oder? Electric Heat. Puh, Geothermal ist klar, das ist mit Lava. Semifluid, ach du meine Güte. Ja, eine Batterie, eine Bakterie. Ach ja, dabei das. Tin. Okay. Dann wollen wir mal kurz das Tin da raus. Erstmal kurz das Kupfer einmal durch hier. Dann holen wir das Tin mal da rein. Wovon wir nicht, leider nicht so viel haben bis jetzt, obwohl es ihm geht eigentlich. Wollen wir schon mal ein bisschen Tin machen. Weil zwei Barren, drei. Zwei brauchen wir auf jeden Fall für die Casings. Ah, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Haben wir schon zwei. Also die nächsten zwei, sehr schön. Packen wir da immer hier rein. Da ist noch Eisen, das ist schön. Und zwar muss ich natürlich jetzt noch den Hammer haben. Den Forge Hammer. Der ging so, ne? Ja, da ist er noch. Alles klar, da haben wir den Forge Hammer schon mal. Dann brauchen wir drei Platten. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir die Schere noch. Da ist er, der Cutter. Jetzt haben wir nur noch 11 über, leider. Aber soll uns ja nicht jucken, weil wir brauchen jetzt erstmal die Casings, 4 Stück. Dann brauchen wir natürlich noch Käbelchen. Ach, Rubber müssen wir ja auch noch holen. Das regnet gerade, ne? Scheiße. Verdammt, verdammt. Es regnet, aber es ist nicht dunkel. Da ist Rubberwood, brauchen wir. Oh, leck. Ich habe doch Rubberwood hier irgendwo gehabt in der Nähe direkt. Meine ich. Können wir gerade gucken. Oak, Oak, Oak. Oh, da ist Bambus. Ne, River Cane ist das. Na, ja, gucken wir mal. Das ist doch Rubberwood, oder? Ne, das Birke. Verdammt. Da ist Rubberwood. Ha! Hab ich dich doch gesehen, du. Erstmal nach oben. Gib mir dein Rubber, du kleiner Baum. So. So, die Frage ist natürlich, kriege ich hier einen Sapling irgendwo? Vielleicht. So, zwei. Einen habe ich schon mal. Oh. Schön. Einer ist schon mal besser als gar nichts.
Aber einer wär noch schön, nochmal. Da, da. Jawohl, sehr schön. Wie viel habe ich jetzt? 7. Ich glaube, 7 reicht noch nicht. Ich glaube, ich sollte noch. Mal sehen, meine entzündeten Augen. Noch ein Rubberwood. Zwar ein kleiner, aber ist egal. Saplingsfreunde. Ach, das haben wir noch. Den Holzmorderät ab. Komm her, du alter Gummibaum, du. Drei Stück sind okay. Die reichen erstmal. Die pflanzen wir dann da unten bei uns an. Direkt. Den Rubber brauchen wir auf jeden Fall noch. Mehr als genug. Oh, das Bali ist vielleicht. Oh. Wie Bali haben wir denn gekriegt? 4 diesmal. Sehr schön. Dann wollen wir doch hier auch noch ein Bali anpflanzen. So. Stellen wir hier noch ein Bäumchen hin. Und ich würde sagen, hier oben irgendwo. So. So. Wollen wir da rein? Mal wieder die Hütte verschließen hier. So lange. Das regnet jetzt noch rein. Das wollen wir nicht. So, dann können wir den Rubber schon mal durchschmelzen lassen. Und zwar habe ich gesagt, wir brauchen jetzt erstmal noch ein Rubber für den Kabel. Genau, da haben wir sie. Ein Käbelchen. Rubber habe ich gesagt. So, und für die Batterie, was war da jetzt nochmal? Hallo? Achso. Ach, 2 jetzt doch noch, alles klar. Dann nehmen wir uns da auch. Da immer zur Brust hier. So, das Casing. So ging das genau. Und den Kabel. So, da haben wir die Batterie. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir noch den Iron Furnace. 5 Platten und ein Furnace. Können wir auch reden. 5. So, ein Furnace. Wie ich den immer so schön nenne. So, dann haben wir den Furnace auch. Und dann brauchen wir noch 3 Käse. Ach, 3 Dinger nur noch. Ah, okay. Okay, Eisen wird jetzt wahrscheinlich eng. Den Generator haben wir aber schon mal. Ha! So. Boah, hab ich Glück gehabt. Jetzt habe ich nur 3 Eisen. Das wäre jetzt aber ein Ding gewesen. So, und ich würde sagen, das baue ich erstmal hier so drüben hin. So gegenüber. Da hängen wir nämlich hier auch mal so ein Räubchen aus. Erstmal so ein kleines, nur. Das reicht. Für den Anfang. So, dass wir erstmal hier den Generator und den Macerator und so haben. Kann man die ganze Kacke nicht immer von der Hand machen. So, das reicht aber erstmal. Soll erstmal reichen. So, hängen wir noch ein Fäckelchen hier hin. So, und dann kommt der Generator hier hin. Na, ein weiter muss ich noch. Achso. Naja. Ich hasse es, wenn die Decke nur 2 hoch ist. Da fühle ich mich immer beengt. So. Generator kommt dahin. Erstmal. Und Macerator, da wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, der braucht doch, glaube ich, schon diesen Circuit, oder? Ja, klar. Aber das könnten wir. Ne, können wir nicht. Zu wenig Eisen. Schade. Schade. Egal, aber ist durch. Ja, dann packen wir die ganzen Barren erstmal hier wieder rein. Dann packen wir, ich würde sagen, noch eine. Das war doch blöd wieder. So. Na, stell die da drüber. Ist ein bisschen eng hier. So, packen wir mal die technischen Sachen rein. So, der Rest, der kommt hier rein. Kisten auch. Die Erze kommen da unten wieder rein. So. Jetzt gucken wir mal, was die Turtle unten sagt. Bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir einen 50er-Tunnel gemacht. Vielleicht will wir jetzt wieder Diamanten. Da will ich aber. Nee, komm, da mache ich nicht. Mich hier nackt ausziehen und dann tanzen hier. Nee, lass mal. Oh, der Timer ist auch schon fertig. Mein Gott, die Folge ist schon wieder Ende. Aber nicht schlimm. Wir haben 5 Diamanten gefunden. Mein Gott, das geht doch ratzfatz hier. So, die Lava gefunden. Und da sind noch mehr Diamanten. Ich weiß es nicht.
Scheiße. Den richtigen Lavasee angegraben. Uncool. Ganz uncool. Da müssen wir uns jetzt mal kurz durchbauen und zu versuchen. So, da müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen. Das ist natürlich doof jetzt, dass hier das Programm nicht mehr geht, ne? Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir da irgendwie hinkommen, da hinten. Scheiße, das geht nicht, ne? Ist der Schleim. Wo ich mal so gesagt habe. Frage ist, wenn ich das doch hier jetzt aufmache. Naja, da unten ist auch Lava. Da ist ein tiefer Lavasee. Scheiße. Frage ist, wenn ich den jetzt hier wegmache. Da kommt auch Lava. Hm. Das ist, wenn ich das so mache. Genau. So wäre cool. Das geht, gut. Das geht nicht, ne? Scheiße. Da, da ist irgendwo was. Ha! Da kommt die Lava her, guck mal. Hä? Kommt da irgendwo die Lava her, da oben? Da. Für was ist ein Lavafluss, sagen wir mal so. Da hinten ist die Turtle. Ah, da hinten ist sie schon. Da bauen wir uns aber mal eben hin, wenigstens. So, Freunde. Boah, ist das ein Riesending hier, ey. Hammer, sag ich nur. So, die Kobolds mal wieder einsammeln. Ich hasse es, auf Lava zu bauen, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Oder mich hier durch so einen See zu bauen. Sagen wir mal so. Weil ein Fehltritt und man hängt in der Lava und ist tot. Ganz einfach. Oder in so ein Monster kommt oder so. Kennt man ja alles. Schießt dann da runter. Oder haut einen runter, reicht auch schon. So. Gucken wir jetzt mal, ob hier keine Lava mehr ist. Ich glaube aber nicht. Dann haben wir nämlich auch einen schönen Gang hier. Was jetzt eigentlich gar nicht Sinn der Sache war, aber ist egal. Ja, der hat ein bisschen was. Ist jetzt nicht viel. Aber immerhin. Hier ist nichts mehr, ne? Nö. Aber dann sammeln wir natürlich die Diamanten vorne noch ein. Jetzt hin? Wenn er hin war, nehme ich das natürlich auch mit. Klar. Nehmen wir auch mit. Cinnabar ist jetzt nicht so. Gold. Okay. Nehmen wir auch mit. Yellowreed nehmen wir natürlich auch mit. Das brauchen wir ja noch. Oh, und der Mod ist auch hier drauf. Das ist sehr schön. Huhu. Heiß, heiß, heiß. Hallo? Danke. So. Ach, hier machen wir zu hier das Ding. Danke. Lapis, Lapis. Sehr schön. Kohle, Kohle. Noch mit hin. Ihr seid, du bist so ein Penner, ne? Scheiß Lava. Ach, da war Tin. Tin!
Kind gesehen. Gib das her. Okay. Da ist auch noch Kohle. Nehmen wir die mit. Wenigstens. So. Wenn ich die eine mir schon nicht gegönnt ist da vorne. Und ich hatte. Oh, Iron. Iron ist auch gut. Nehmen wir da halt auch mit. Natürlich. Iron ist da auch schick. Das war's? Ich wollte schon sagen, ne? Ganz schön geizig hier. Drei Stück. So, Diamanten. Zwei. Und man weiß ja, Diamanten, die können in 3x3 Blöcken sein. Müsste eigentlich. Aber es scheint nicht so zu sein hier. Schade. Schade. Aber würde ich mich beschweren, schon wieder zwei Diamanten. Mein Gott, ey, das läuft doch hier. Bald haben wir die erste, bald haben wir diese, bald haben wir so viele für eine Query. Aber Query natürlich, ich habe noch keinen Strom, womit ich die antreiben kann. Großartig. Ach du. So, dann wartet hier schon wieder. Ja. Okay. Dann sprinten wir mal wieder nach oben, bringen wir mal die Sachen wieder weg. Leider wird das Eisen immer noch nicht reichen, das glaube ich nicht. Drei Eisen nur gefunden, naja. Runz mir nicht ins Ohr, Junge. Echt mal. Wir sitzen hier. Boah, neun Diamanten schon. Krass. Krass. So. Und ich würde jetzt sagen, so, und wir haben einen Generator schon. Wir haben schon einen Generator, wir haben ja, neun Diamanten. Der ist aber nicht weit weg. Der Enderman. Na? Hier? Und? Ja, lass mich in Ruhe. Wie gesagt, wir haben neun Diamanten, wir haben den Generator schon gebaut. Das heißt, ich würde sagen, nächste Folge gucken wir mal. Ja, erstmal die Turtle natürlich wieder. Losschicken. Ja, ich werde jetzt erstmal hier noch das Tin und dann werde ich noch kurz das Eisen machen. Wenigstens in der Aufnahme. Zwei Iron, das sind sogar noch da. Ja, wir brauchen wie gesagt 8. Plus 9. Ne, 9 brauchen wir insgesamt. 9 brauchen wir für den Macerator. Deswegen, das wird nicht reichen. Da kriegen wir maximal 6 raus, dann haben wir 8. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch Eisen haben. Was war das? Was war das denn gerade? Was ist denn hier für eine Party draußen, Freunde? Da ist Enderman. Was ist er denn? In der Mini. Ist verarschen? Boah. Geil. Erstmal sterben. Kein Problem. Naja. Ist ja nicht so weit weg. Ich muss unbedingt Schafe haben. Was ist das denn hier? Ist das Iron? Ne. Ist das Tin? Das ist doch Tin. Apatit ist das so. Ich gebe es auch wieder hier. Okay. Dann fahre ich erstmal an so einem Ender Mini oder was auch immer, die wieder hieß, jetzt hat Vieh. Hammer. Wahre Pracht hier. Kommt da so ein Mini-Ding an. Ich habe gedacht, sie werden größer. Großer wäre ja nicht durch die Tür gekommen. Hätte ich hier kaputt schlagen können. Lass mich mal rein hier. Ah, Grabsteine. Ah, der Mod ist hier drauf. Das finde ich ja geil. Ah, toll. Man sollte auf der Grabstein hauen. Ach, ist das cool. Ach, das ist gut. Das ist sehr gut, der Mod. Was ist das? Was ist denn Soulfree? Kriegt man da noch irgendwie aus hier?
Actions, Waypoints. Ja, remove. Danke. So, alles klar. Beenden wir die Folge jetzt. Ich mache nur erst hier zu. Wiedersehen. Ja, wie gesagt, wir haben einen Generator jetzt. Das heißt, als nächstes Ziel ist natürlich der Macerator. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da. Ein Like-Kommentar wie immer sehr gerne gesehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Minecraft. Tschüss!